Der Luftfrachtboom. 20% Umsatz mit Fracht bei Lufthansa. Mit der Luftpost fing alles an. FedEx, die größte Frachtairline der Welt. Und in Swissmade, Eigenartiges aus dem Leben eines Flugpioniers. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei NZZ Format. Ich begrüße Sie heute in der Werfthalle von Swissair in Zürich, wo Swissair-Maschinen gewartet, aber auch zu Frachtfliegern umgebaut werden. Denn das Luftfrachtgewerbe boomt. In den vergangenen 10 Jahren hat der Umsatz um jährlich fast 10% zugenommen. Das Weltwirtschaftswachstum ist in der gleichen Zeit um aber nur gerade 1,5% pro Jahr gewachsen. Traditionelle Passagierfluggesellschaften mischen im Geschäft mit Fracht gemeinsam mit Spediteuren kräftig mit. Wir haben einen typischen Frachtflug des Weltmarktleaders begleitet. Mitternacht auf dem Frankfurter Flughafen. 120 Tonnen Luftfracht stehen bereit. Bestimmungsort Mittlerer und Ferner Osten. Kapitän Reimann checkt seinen Frachtjumbo, während die Fracht geladen wird. Ein normaler Luftfrachtflug, wie er dreimal wöchentlich abgewickelt wird. Flugnummer LH8440. An Bord Pilot, Copilot und Bordingenieur sowie auf dem heutigen Flug als Passagiere 200.000 eintägige Küken. Die Flugroute: Frankfurt-Riad, dann nach Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weiter nach Bangkok und Penang in Malaysia und via Sharjah zurück nach Frankfurt. Die erste Etappe: Frankfurt-Riad. Um 2.20 Uhr startet LH8440 die Reise Richtung Osten. Lufthansa ist weltweit das führende Luftfrachtunternehmen im Bereich des Gütertransports von Flughafen zu Flughafen, dem Airport-to-Airport-Business, ein Geschäft, das in den vergangenen Jahren jährlich um rund 10% gewachsen ist. Faszinierende Stimmung an Bord des Cargofliegers. Manchmal macht der Captain, manchmal der Bordingenieur das Frühstück. 400 Passagiere oder 120 Tonnen Fracht. Das macht den Unterschied. Die Atmosphäre ist doch etwas gelöster für uns. Es ist manchmal, sagen wir mal, kleiner und überschaubarer, weil wir halt nur 3 Mann Besatzung und hin und wieder mal Frachtbegleiter, Tierbegleiter an Bord haben. Neulich habe ich einen Renault-Zirrus geflogen. Das ist etwas anderes. Ein 2,5-Tonnen-Tier im Flugzeug zu haben, das spürt man dann schon. Das ist etwas anders. Immer häufiger fliegen reine Cargo-Flugzeuge unter dem Namen von angesehenen Passagier-Airlines rund um die Welt. Der Markt zwischen Passagierfluglinien und Cargo-Unternehmen trennt sich zunehmend. Doch die Wettbewerber bleiben die gleichen. Auch der Lufthansa-Frachter, der nach 5 Stunden Flugzeit in Saudi-Arabien landet, repräsentiert diese Entwicklung. Zwang auf Passagegesellschaften, sich mehr auf den Frachtmarkt auszurichten, wird immer höher. Die Kunden tolerieren es einfach nicht mehr, dass man also Angebote, Abflugszeiten tagsüber bekommt, beispielsweise, die der Passagier will. Die Fracht muss nachts fliegen. Tagsüber wird sie angeliefert, nachts wird geflogen, morgens wird ausgeliefert. Das kann ein reiner Passagierflieger einfach nicht bieten. Er produziert also zwangsläufig in Teilen seiner Produktion am Markt vorbei. In Saudi-Arabien werden 70 der 120 Tonnen Fracht, unter anderem auch die 200.000 Küken, ausgeladen. Da der Wüstenstaat am arabischen Golf kaum Exportgüter hat, entsteht für Luftfrachtunternehmen ein bekanntes und gefürchtetes Phänomen. Der Flieger bleibt, mit Ausnahme von 12 Paletten Leergut, unbelegt. Die Reise geht für LH8440 weiter. In Fernost wartet neue, attraktive Fracht. Zunächst geht es aber in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ein wichtiger Umschlagplatz für die Lufthansa. Hier hat sie ihre Drehscheibe für den ganzen Fernostverkehr. Hier tauscht sie Güter mit den Allianzpartnern SAS und Singapore Airlines. Sieben Stunden nach Abflug in Frankfurt startet der Frachter erneut. Lufthansa Cargo, eine Tochterfirma, kauft der Muttergesellschaft Lufthansa die Frachtkapazitäten der Passagierflieger ab. Mit dieser Kapazität und mit 16 reinen Cargoflugzeugen wickelt sie 1,7 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr ab.
Vor 8,5 Stunden ist LH8440 in Frankfurt gestartet. Der kurze Flug nach dem Zwischenhalt von Riad nach Sharjah ist die letzte Etappe der Crew. Denn in den Vereinigten Emiraten übernimmt eine neue Besatzung. Internationale Abkommen regeln sowohl Wartung der Flugzeuge als auch maximale Einsatzzeiten der Besatzungen. Der Flieger ist soweit in Ordnung. Das Thema Unterschied in der Sicherheit zwischen Passage und Fracht gibt es nicht. Auch die älteren Flugzeuge sind eigentlich kein Sicherheitsthema. Die älteren Flugzeuge haben einen rein kommerziellen Nachteil. Sie müssen mehr in die Wartung investieren, um die Flugzeuge auf dem gleichen Sicherheitsstandard zu halten. Das spricht deshalb auch für neue Flugzeuge. Piloten beispielsweise haben die gleiche Ausbildung, den gleichen Check. Es sind bei Lufthansa beispielsweise zum großen Teil die gleichen Piloten, die mal Passage und mal Fracht fliegen. Und da können sie nicht andere Verfahren einführen, das ist auch nicht erwünscht. Unterschiede gibt es aber bei den Verträgen. 120 von 450 Piloten von Lufthansa Cargo haben vertraglich weniger Einkommen und weniger Freizeit. Das führt zu Unstimmigkeiten mit dem Betriebsrat. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht. Geflogen wird dennoch. Die nächste Etappe von LH8440 führt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Bangkok, wo wieder Fracht wartet. Der Cargo-Flieger ist nun bereits 9 Stunden unterwegs. Weitere 5000 Kilometer von gesamt 23.000 Kilometern des Frachtrundfluges stehen bevor. Mit Sammelflügen dieser Art transportiert Lufthansa 6,8 Milliarden Tonnenkilometern pro Jahr. Das ist die Einheit, in der die Frachtanbieter rechnen. Die wohlverköstigte Crew ist dabei ein Zahnrad im logistischen Zusammenspiel von Nachfrage und Angebot. In Bangkok steht bereits von Speditionsunternehmen disponierte Ware für Deutschland bereit, die auf die Ankunft der Lufthansa-Maschine 15 Stunden nach ihrem Start in Frankfurt wartet. Die Zuladung in Bangkok. 50 Tonnen Fracht verteilt auf 22 Paletten. Kleinmotoren für Bosch oder Autofelgen für Honda gehören ebenso dazu wie Computer für Olivetti. Damit dieses Zusammenspiel von Flugplan und industrieller Planung funktioniert, ist Koordination notwendig. Neben dem Crewwechsel ist das Zusammenspiel zwischen Speditionsunternehmen und Luftfrachttransporteur entscheidend. Schnittstelle dafür bei Lufthansa ist die Cargozentrale in Frankfurt. Tonnagen und Frachtvolumen müssen aufs Genaueste geplant sein. Denn beim weltumspannenden Just-in-Time-Produzieren spielt die Pünktlichkeit einer Frachtlieferung die entscheidende Rolle. Danke. Wir sind für einzelne große Firmen bereits Bestandteil der Produktion am Fließband. Und das Beispiel, was ich hier erwähnen möchte, ist BMW. BMW lässt im Moment die Ledersitzbezüge, ich glaube für alle Muster, in Südafrika produzieren. Dort wird das Leder gegerbt, das wird zurechtgeschnitten und. Und das wird in einer vollautomatisierten Fabrik in Südafrika gemacht. Die Steuerung dieser Maschinen erfolgt praktisch von München aus. Und wir produzieren genau nach Anforderungen des Fließbandes den Warenfluss von Südafrika hin zum Fließband bei BMW. Eine weltumspannende Transportkette ist heute Erfordernis der Industrie. Sei es bei BMW, bei VW mit dem New Beetle in Mexiko oder bei der Mikroelektronik. Deshalb startet die Lufthansa-Maschine ihren Frachtrundflug weiter nach dem Technologiezentrum Penang in Malaysia. 17,5 Stunden sind seit dem Abflug in Frankfurt vergangen. Die Besatzung hat bereits zum dritten Mal gewechselt. Der kurze Umweg nach Penang über 1000 Kilometer lohnt sich. Nach 19 Stunden landet LH8440 in Malaysia, wo weitere 30 Tonnen auf den Lufthansa-Frachter warten. Globale Industrieunternehmen profitieren vom Billiglohnland Malaysia. Dazu gehört auch der Hewlett-Packard-Konzern. Das 40 Milliarden Dollar Unternehmen, das alleine in Europa 14 Milliarden Dollar mit Printern und vor allem mit biotechnischen und medizinischen Analysecomputern umsetzt. Für Europa sind 2 Tonnen mikroelektronischer Komponenten bei Lufthansa für den Europasitz in Böblingen reserviert. Nun ist der Frachtflieger wieder zu gut 3/4 gefüllt. Der Rückflug Richtung Heimat, 20,5 Stunden nach Abflug in Frankfurt, mit einem Stopover in Sharjah und neuerlichem Crewwechsel, lohnt sich letztlich für Lufthansa Cargo.
Mit fast 4 Milliarden Mark Umsatz bestreitet die Frachtabteilung des Kranich-Konzerns bald ein Fünftel des Gesamtumsatzes. Lufthansa 357, continue descent flight level 110. Die Frankfurter Skyline ist in Sicht. LH8440 kehrt nach 34 Stunden wieder zum Heimatflughafen zurück. Nur Stunden später startet die gleiche Maschine zu einem der 13 wöchentlichen planmäßigen Linienfrachtflügen nach New York City. Die Fracht aus Fernost wird nach dem Ausladen sortiert den Spediteuren übergeben. Hier endet das Geschäft von Lufthansa. Die Speditionsunternehmen ihrerseits sind für den Transport zum Empfänger verantwortlich. Damit ist das Warenkarussell aber noch lange nicht zu Ende. Die Lieferung für Hewlett-Packard wird an Endabnehmer wie Motorola, Nokia, Ericsson, Siemens oder Alcatel weitergeleitet. Denn die HP-Produkte sind begehrt. Dass sie die Transportwege per Luftfrachter zurücklegen, hat seinen Grund. Es handelt sich dabei um Halbleiter und ganz speziell im Sinne Optoelectronics aus Malaysia. Wir behandeln die im Luftfrachtverkehr, weil wir ganz enge Ziele haben, was die Laufzeit der Produkte anbetrifft. Wir haben ganz enge Ziele von unseren Kunden in Bezug auf die Lieferzeit und wir können uns bei diesen engen Zielen nicht erlauben, viel Zeit auf dem Transportweg zu verlieren. LH8440 hat mit den 2 Tonnen optoelektronischer Bestandteile, wie sie für Infrarotschnittstellen zwischen Computern und Druckern oder Mobiltelefonen und Computern benutzt werden, eine Transportkette geschlossen. Die Entwicklung der Luftfracht im Rahmen des globalen Produzierens wird weitergehen. Denn bereits plant man in Böblingen bei Hewlett-Packard die optoelektronische Zukunft. Auf LED-Basis sind neuartige Verkehrssignalanlagen, die 50% weniger Energie verbrauchen, in der Entwicklungspipeline. Rückleuchten für die neue S-Klasse von Mercedes oder den TT von Audi werden bereits montiert. Luftfracht macht's möglich. Die Geschichte der Luftfahrt ist seit den Anfängen mit dem Transport von Fracht und vor allem von Postsendungen verbunden. Die zivilen Luftfahrtgesellschaften haben nämlich ihr erstes Geld nicht mit Passagieren, sondern mit Fracht verdient. Lange bevor Passagiere mit Flugzeugen flogen, wurden Briefe und Pakete mit abenteuerlichen Fluggeräten transportiert. Erste regelmäßige Postflüge wurden bereits 1919 zwischen Wien und Kiew und zwischen Paris und Cherbourg aufgenommen. Die Franzosen waren auch später stets zuvorderst an der Entwicklungsfront des zivilen Luftfrachtverkehrs. In der Schweiz fanden die ersten Postflüge ebenfalls 1919 statt. Das Geschäft war aber defizitär. Erst mit den Pionierflügen nach Afrika und Persien durch Walter Mittelholzer, dem späteren Swissair-Direktor, etablierte sich das Fluggeschäft in der Schweiz. Als erste europäische Fluggesellschaft setzte die Swissair 1932 Flugzeuge vom Typ Lockheed Orion ein. Die Fluggeschwindigkeit verdoppelte sich. Mittelholzer war Initiant der bahnbrechenden Flugzeugbeschaffung, die das internationale Prestige der Swissair begründete. Er setzte diese Maschinen auch auf seinen Postflügen nach Afrika ein. Da um 7.28 Uhr taucht als gelbes Band die afrikanische Sandküste aus dem Meere empor. Über das unendliche Meer von Sanddünen erreiche ich die große Stadt Tunis. Gleiches Szenario in Deutschland. Zuerst wurde Post und Fracht mit dem Flugzeug befördert. Während des großen Eisenbahnerstreiks 1922 beispielsweise wurden die wichtigsten Tageszeitungen von Berlin in die ganze Republik geflogen. Auf Bestreben der beiden konkurrierenden Flugzeughersteller Dornier und Junkers wurde in Deutschland vor allem der internationale Luftpostverkehr entwickelt. Man wollte weltweit Präsenz und Kompetenz markieren. Vor allem die lukrative Atlantikroute war im Visier der Deutschen. Bereits 1928 hatte die französische Aéropostale den Südatlantik mit einem Flugboot überquert, nahm aber keinen Postdienst auf. Die deutschen Dornier-Werke experimentierten mit sogenannten Katapultflugzeugen. 1934 nahm die deutsche Lufthansa den Linienpostflug nach Rio de Janeiro mit Zwischenlandung auf offener See zum Auftanken in Betrieb. Gestartet wurde mit der Dornier-Wahl auf unorthodoxe Weise.
Der Flugkapitän gibt das Zeichen. Fertig. Motoren auf Vollgas. Fest zurückstemmen. Hebel rum. Los! ...3.100 Kilometer Flugstrecke. Nur Wasser und Himmel. 13 Stunden lang. Auch in den Vereinigten Staaten haben die großen Airlines mit dem Transport von Luftfracht und Luftpost begonnen. Schnell entwickelte sich dann aber der Passagierverkehr. Die Flugzeughersteller bauten größere und komfortablere Maschinen. Boeing, ursprünglich als Luftpostunternehmen tätig, entwarf bereits in den 30er Jahren zweistöckige Flugboote und Flugzeuge. Mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg veränderte sich die Lage der Flugzeughersteller. Für die alliierten Kräfte mussten Transport- und Kampfflugzeuge hergestellt werden. Von den berühmten fliegenden Festungen verließen pro Woche über 300 Maschinen die Boeing-Werke in Seattle. Viele Militärpiloten wechselten nach dem Krieg ins Frachtgeschäft und übernahmen auch Militärflugzeuge, vor allem die legendären DC-3 und DC-4. Neue große Frachtflugzeuge, die für den Krieg entwickelt wurden, wie der Boeing Stratofreighter, wurden zu Passagierflugzeugen umgebaut. Das Jet-Zeitalter gab dem Frachtgewerbe eine neue Dimension. Den Airlines standen nun im Unterdeck Frachtkapazitäten zur Verfügung, wie sie bisher nicht verkauft werden konnten. Das Interesse der Airlines am Frachtgewerbe führte auch zu interessanten Neuanschaffungen. Regelmäßig trifft eine sogenannte Quick-Change-Version der Boeing 727 abends als Passagierflugzeug in Genf ein und verlässt Cointrin wenig später als Frachter. Das Engagement der Passagier-Airlines im Frachtgewerbe war eine große Konkurrenz für die reinen Frachtflieger wie die Flying Tigers oder Seaboard World, die nach dem Krieg gegründet wurden. Denn für Passagier-Airlines war die Fracht ein zweites wirtschaftliches Standbein, während fast alle reinen Fracht-Airlines im Konkurrenzkampf untergingen. Dank der maximalen Raumausnutzung vermag die 19 Meter lange Kabine 15 Tonnen Fracht aufzunehmen. Im modernen Frachtverkehr machen 15 Tonnen gerade noch ein Achtel der Beladung eines Flugzeuges aus. Frachtflugzeuge wie die Cargo-Version des Jumbojets fliegen heute gegen 120 Tonnen Fracht pro Flug, was angesichts des Frachtaufkommens auch notwendig ist. 24 Millionen Tonnen Fracht wurden 1997 weltweit transportiert. Prognosen gehen davon aus, dass sich diese Zahl in den kommenden 10 Jahren verdoppeln wird. Ebenfalls verdoppeln wird sich die Gesamtzahl der Flugzeuge, wobei der Trend Richtung Großraumtransporter geht. Heute fliegen 230 Großraumflugzeuge wie der Jumbojet oder die MD-11 für Cargo Airlines in der ganzen Welt. Die Anzahl Großflugzeuge soll sich in den nächsten 20 Jahren gar vervierfachen. Kein Wunder, dass auch andere Anbieter um die Gunst der Frachtfluglinien buhlen. Airbus hat mit seinem A300 und A320 viel Erfolg. Die Produktion der MD-11 wurde nach der Übernahme von McDonnell Douglas durch Boeing zum Leidwesen vieler Cargoliners eingestellt. Wer heute wirtschaftlichen Erfolg haben will, legt Wert auf Zeitgewinn und Präzision im Warenverkehr. Immer größer wird die Bedeutung von Kurierdiensten, sogenannten Integrators, die die Ware von Haustür zu Haustür liefern. Das Frachtvolumen des weltweit größten Integrators füllt jährlich 30.000 Jumbojets. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, und es sind nicht immer Diamanten, die funkeln. Kubik-Zirkonia nennen sich diese synthetischen Schmucksteine. Sie sind Diamanten nachempfunden, auf computergesteuerten Maschinen geschliffen und nur ein Bruchteil so teuer wie ihre natürlichen Vorbilder. Das Geschäft mit synthetischen Schmucksteinen wird weltweit dominiert von der unscheinbaren Firma Gollet-Büchel in Lausanne am Genfersee. Über 300 Millionen Schweizer Franken erwirtschaftet das Unternehmen mit synthetischen Steinen, mit Zuchtperlen und mit echten Edelsteinen. 1.800 Angestellte weltweit sorgen durch strenge Kontrolle der Steine in allen Dimensionen für Qualität und garantieren damit für den Umsatz. Abnehmer des über 100-jährigen Unternehmens sind Schmuck- und Uhrenhersteller rund um den Globus. Vertrieben werden die Steine, die in den Philippinen und in Frankreich gefertigt werden, zentral von Lausanne aus. Gollet-Büchel ist mit 17 Tochterfilialen in allen wichtigen Märkten vertreten. Bonjour, Madame.
Der zentrale Vertrieb der Schmucksteine vom Hauptsitz aus an alle Kunden und Tochterfirmen überall in der Welt bedingt ein klares logistisches Konzept und einen zuverlässigen, schnellen Transporteur. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Abnehmern zusammen, damit wir präzise disponieren können. Und dann ist es im Endeffekt natürlich wichtig, dass, wenn die Steine mal bereit sind, dass die schnell beim Kunden sind. Weltweit und schnell. Dieses Geschäft, heute disponiert via Internet, beherrschen Kurierdienste wie Federal Express, DHL oder UPS. Marktleader FedEx bietet für den Schmucksteinspezialisten in Lausanne die komplette Lösung. Die Erstellung des Frachtbriefs und der Zolldeklaration sowie die Überwachung der Lieferung, beispielsweise zur Tochterfirma in Los Angeles, wird über die Homepage von FedEx abgewickelt. Von Haustür zu Haustür lautet das Motto. Also kommt der FedEx-Kurier, 20% der Kuriere sind Frauen, nach Eingang der Internetbestellung zum Kunden, um die Lieferung in Empfang zu nehmen. Das Paket wird registriert und danach ist es bis zum Empfänger in der Obhut des Kurierdienstes. Vom Kunden kann das Paket via Internet stets lokalisiert werden, das ist wichtig. Denn versagt der Kurierdienst und hält die Zeitlimite nicht ein, dann entfällt die Transportgebühr. Das Paket von Golé Buchel muss in spätestens 48 Stunden in Los Angeles im Büro der Tochterfirma sein. Also ist Eile geboten. Von Lausanne muss das Paket gleichen Tags nach Basel und von da per Flugzeug nach Paris. The world on time. Alles ist geplant. Memphis, Tennessee. Die FedEx-Maschine aus Paris ist im Anflug. Der Flughafen von Memphis ist seit 23 Uhr ganz in der Hand von FedEx. Alle 60 Sekunden landet eine Maschine. 200 Frachtflugzeuge wechseln in Memphis innerhalb von 3 Stunden ihre Fracht. Gesamthaft setzt das Unternehmen weltweit 650 firmeneigene Flugzeuge für den Transport von Paketen und Dokumenten ein. Über 3 Millionen Lieferungen werden so täglich von einem Ort der Welt an den anderen transportiert. Heute sorgen rund 18.000 Angestellte in den hektischen Nächten von Memphis dafür, dass die Lieferungen fristgemäß ausgeliefert werden. Beim Start von FedEx sah es gar nicht so aus. Dem Firmengründer wurde das Konzept eines Overnight-Kurierdienstes in der Abschlussarbeit des Wirtschaftsstudiums als ungenügend abgelehnt. Die Professoren der renommierten Yale University täuschten sich gründlich. Wir waren weltweit das erste Unternehmen, das nur 10 Jahre nach der Gründung bereits mehr als $1 Milliarde Umsatz gemacht hat. Seither sind wir ständig gewachsen und heute, da wir unser 25-jähriges Jubiläum im Expressgeschäft feiern, sind wir ein gesundes Unternehmen mit $13 Milliarden Umsatz. Der Erfolg hat seinen Preis. Die Hektik für die Mitarbeiter in der zentralen Verarbeitung ist groß. Jede Nacht werden 1,8 Millionen Pakete und Umschläge in 3 Stunden verarbeitet. Streng überwacht durch Monitore, die technische Defekte eruieren. Angesichts der Masse verschwindet das Paket für die Golé Buchel Filiale in Los Angeles fast. Doch die tägliche Routine garantiert für sachgemäße Abwicklung der Paketlawine. Selbst wenn noch Zollformalitäten zu erledigen sind. 3 Stunden ist die Zeitlimite. Das macht fast 10.000 Pakete pro Minute oder 180 pro Sekunde. Im zentralen Kommandoraum in Memphis bricht gegen Ende des Countdowns Hektik aus. Wenn jetzt irgendwo auf den 270 Kilometern Fließband etwas klemmt, kostet das das Unternehmen Millionen. Denn dann bricht das Transportnetz zusammen. Und das ist das Kapital von FedEx. The network is everything. And if you have the network, which I mean the authority. Das Netzwerk ist das A und O. Wenn man die Kompetenz und das Recht hat, von einem Land ins andere zu fliegen und Waren zu transportieren, dann hat man auch die Kontrolle über das Transportgut. Over the packages and the documents and so on that our customers give us. You don't have to give. Wir brauchen das Paket oder den Brief nicht aus der Hand zu geben, nicht einer anderen Airline anzuvertrauen. Alles bleibt im FedEx-Netzwerk. We keep it all within a Federal Express system.
Das System des Kurierdienstes umfasst auch ein eigenes Inhouse-Fernsehprogramm, das über Erfolg und Mängel, zum Beispiel einen drohenden Pilotenstreik, berichtet. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, eine tägliche News-Show von 15 Minuten zu sehen. So kommuniziert die Konzernzentrale mit den Mitarbeitern. Neben finanziellen Anreizen in Form von Erfolgszulagen, was bis zu 20% des Verdienstes ausmachen kann, ist His Master's Voice per TV ein teurer, aber effizienter Motivationskanal. Wir sind im Dienstleistungssektor tätig. Was wir verkaufen können, sind unsere Serviceleistungen. Deshalb sind unsere Mitarbeiter an der Verkaufsfront sehr wichtig. Sie entscheiden, ob ein Paket oder ein Brief zur Zufriedenheit des Kunden geliefert wird. Also geben wir diesen Mitarbeitern eine große Selbstständigkeit. Die Managementaufgabe ist es, dann zu schauen, dass dieser Auftrag richtig kommuniziert wird, dass Verbesserungen, die die Mitarbeiter machen, richtig geprüft werden. Wir Manager sind also eine Art Katalysator für Verbesserungen. Das Goulet-Büchel-Paket hat seinen Weg zum Frachtcontainer nach Los Angeles gefunden. Der Countdown ist abgelaufen, die Pakete werden für den Luftfrachttransport bereitgestellt. Nun beginnt wieder das hektische Beladen der 200 Flugzeuge, die nach genauem Zeitplan Memphis verlassen müssen, um zur Zeit am Empfängerort, zum Beispiel Los Angeles, einzutreffen. Für die Planung der 650 Jets umfassenden Flugzeugflotte ist das Global Operations Center zuständig. Eine Schaltzentrale mit 200 Angestellten, die rund um die Uhr an 365 Tagen pro Jahr Flugzeuge und Besatzungen disponieren, aber auch das Wetter weltweit kontrollieren. Denn ein Hurrikan im mexikanischen Golf kann den Flugplan ebenso durcheinanderbringen wie schwere Schneefälle in Europa. Das Prinzip The World on Time muss dann durch meteorologische Unsicherheiten relativiert werden. Memphis ist bezüglich Wetter zwar bevorzugt, dennoch hat die Schaltzentrale ihre weltweite Bedeutung eingebüßt. Mit der Entwicklung des Expressgeschäfts wird die Dezentralisierung der Sortierzentralen immer wichtiger. Wenn Sie eine Lieferung von Seattle nach Los Angeles hatten, dann kam dieses Paket oder der Brief hier nach Memphis, um dann wieder nach L.A. geflogen zu werden. Damals hielten uns alle für verrückt. Aber es war der einzige Weg, wie es machbar war. Heute, nach der gesamten Entwicklung, ist es klar, dass wir regionale Verteilzentralen haben. Also fliegt die Seattle-Lieferung nun nach Oakland und danach nach L.A. Die regionalen Zentralen in New York, Indianapolis und neu nun auch in Dallas verhindern, dass alles hier in Memphis zusammenkommt. Grand Street in Los Angeles. Eine der fünf Verteilzentralen für die kalifornische Metropole. 150 der 142.000 FedEx-Angestellten arbeiten hier. Sie übernehmen mit 100 der weltweit 40.000 Fahrzeugen die Auslieferung für Los Angeles Downtown, dem Business District von L.A. Patrice Moore, seit 5 Jahren als Teilzeitangestellte bei FedEx in Diensten, fährt ihre Tour an die Olive Street in L.A., dem Schmuckzentrum Kaliforniens und nach der 47. Straße in New York, wichtigster Umschlagplatz für Edel- und Schmucksteine in den USA. Hier beliefert Patrice die Hersteller und Händler von Schmuck mit den Diamanten oder eben synthetischen Steinen, die für den Hochzeitsring in den Vereinigten Staaten so unentbehrlich sind. Logischerweise hat auch Goulet-Büchel hier eine Niederlassung. Und 48 Stunden, nachdem die Steine in Lausanne verpackt wurden, treffen sie per Kurier in Los Angeles ein. Sorgsam registriert und visiert, hat damit eines von über 1 Milliarde FedEx-Paketen pro Jahr den Empfänger erreicht und damit zum 13 Milliarden Umsatz des Unternehmens beigetragen. Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Bye-bye. Bye.
Er gilt als Wegbereiter der Fliegerei in der Schweiz und genießt international den Ruf eines Flugpioniers, Walter Mittelholzer. Seine wohlbehüteten Tagebücher und Schilderungen seiner ehemaligen Kollegen vermitteln jedoch ein etwas anderes Bild des Swissair-Gründers. Dies, meine Damen und Herren, war's für heute. Swissmade präsentiert Ihnen in wenigen Augenblicken Neues zu Walter Mittelholzer. NZZ-Format gibt es wieder in einer Woche. Bis dann, auf Wiedersehen. Gilt neben Oskar Bieder in der Schweiz als der große Flugpionier, Walter Mittelholzer. Die Filme seiner Flüge nach Persien oder Afrika hat in den 30er Jahren wohl jeder Schweizer gesehen. Mittelholzer hat die erste Fluggesellschaft der Schweiz, die Ad Astra Aero, gegründet und war nach der Fusion von Ad Astra mit der Balair erster Direktor der Swissair. Das Kap der guten Hoffnung hat er umflogen, war ein gern gesehener Gast im Kreise der waghalsigen Flugpioniere. Und er hat als Swissair-Direktor ganz normale Linienflüge absolviert. Jeden Tag fliegen wir nach London. Das Leben Mittelholzers kennt wohl keiner so gut wie Richard Schilliger. Selber Swissair-Pilot im Ruhestand, heute passionierter Aviatik-Historiker und einer der ganz wenigen, die Zugang zu Mittelholzers Tagebüchern haben. Die größte Leistung von Walter Mittelholzer ist, dass er das Fliegen populär gemacht hat. Durch seine Flugaufnahmen, seine Filme und vor allem auch durch seine Vorträge, die er in der ganzen Schweiz gehalten hat, wurde er sehr populär und hat eigentlich für die Fliegerei die größte Propaganda gemacht. Ein guter Filmer und Promoter für die Fliegerei muss jedoch nicht zwingend ein guter Pilot sein. Er hat ja sehr viel Glück gehabt bei seiner Fliegerei. Ich glaube, es hat kein Pilot in der Schweiz so viele Flugzeuge zu Bruch geführt wie Walter Mittelholzer. Er ist zum Beispiel auf einem Spezialflug 1936 nach Prag. Und der mitfliegende Mechaniker hat mir das selbst erzählt, plötzlich sei einfach der Motor stillgestanden. Und sie sind dann im Gleitflug auf dem Bauch gelandet, im Sperrgebiet der tschechischen Grenze. Und wenn man in seinem Tagebuch liest an diesem Tag, dann hat er diese Notlandung gemacht wegen Fehler im Benzinsystem. Aber laut Walter Zürcher hat er den Benzinhahn einfach auf die falsche Stellung gebracht und dadurch den Benzinzufluss zum Motor unterbrochen. Das Image des Bruchpiloten verträgt sich schlecht mit der Idol- und Pionierrolle, in der sich Mittelholzer gerne sah. Wohl war er ein guter Planer und Organisator seiner Expeditionsflüge, aber letztlich immer auf ein Team von Mitarbeitern angewiesen. Nur dank der Unterstützung von Co-Piloten und Mechanikern waren seine berühmt gewordenen Flüge in unbekannte Regionen der Welt möglich. Der Höhepunkt war schon sein Flug über den Kilimandscharo. Auch seine Schnellflüge da mit der Lockheed Orion, wo er in einem Tag über das Mittelmeer flog oder in den Balkan und wieder zurück. Das waren damals echte Sensationen. Die fanden auch in der ausländischen Presse dementsprechend Anerkennung. Beim Flug über den Kilimandscharo, da war ja er hinter der Kamera, also in der Kabine, geflogen ist der Co-Pilot Alfred Künzli und der Mechaniker Werner Wegmann. Er hat das Flugzeug bereitgestellt und er hat mir selber davon erzählt, wie er in Nairobi, sie hatten eine Störung an der Zündanlage eines Motors, der Unterbrecher war defekt. Dieser Werner Wegmann ging zu einem Uhrenmacher in Nairobi, hat einen Wecker gekauft und aus dieser Antriebsfeder des Weckers hat er Unterbrecherkontakte
gebastelt und mit diesen Unterbrecherkontakten sind sie über den Kilimandscharo geflogen. Also für mich wäre das wirklich etwas sehr Wertvolles gewesen, das auch im Buch festzuhalten. Aber Walter Mittelholzer hat nur immer von sich selber geschrieben. Und er hat ja auch neben seinem Salär als Direktor, normal wie die Piloten, Kilometergeld bezogen, hat aber dann, und das liest man in seinen Tagebüchern, für Flugzeuge, die er verchartert, selbst noch 7% des Charterpreises auf sein Konto geschrieben. Also er war schon jemand, der für sich selber wahrscheinlich etwas mehr schaute als für die Swissair. Der große Pionier der Fluggeschichte und der Swissair. Heute muss aufgrund der Tagebücher dieses Bild etwas korrigiert werden.